Heute sprechen wir wieder über Yu-Gi-Oh! Karten, die eigentlich ziemlich gut sind, die aktuell aber keiner spielt. Oder sagen wir mal so, sehr wenig gespielt werden im Vergleich, wie gut die eigentlich sind, weil verschiedene Gründe dafür existieren. Und darüber sprechen wir einmal heute. Es sind witzigerweise 2 Extra-Monster und 3 Schnellzauberkarten. Hat sich einfach so ergeben. Ich würde sagen, starten wir mit der ersten Karte. Und das ist eine Karte, die mich jetzt nicht wirklich überrascht, dass sie aktuell nicht so viel gespielt wird. Aber ist schon krass, weil die Karte halt echt gut ist. Und das ist einmal die Karte Called by the Grave. Eine unglaublich mächtige Karte. Für alle, die die Karte nicht kennen, warum auch immer, die hat die Fähigkeit, wir können ein gegnerisches Monster im Friedhof wählen, das verbannen. Und alle Effekte für diese und für die nächste Runde, die aktiviert werden, werden annulliert. Und das ist ein ziemlich guter Effekt. Das ist eine richtig, richtig gute Karte. Die Karte ist auf 1. Das bedeutet, wir können die nur einmal unser Main Deck spielen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum die nicht so oft gespielt wird, denn die ist natürlich gegen Handtraps extrem gut. Jetzt haben wir aktuell ein Format, wo so semi-viele Handtraps gespielt werden. Es gibt so ein paar, die werden gespielt, es gibt so ein paar, die werden nicht so gespielt. Es ist nicht ganz klar, ob diese Karte das wirklich hart countern kann. Und mittlerweile haben wir sehr viele Decks, die durch sehr viele Interruptions halt durchspielen können. Das heißt, eine Handtrap drauf, meistens könnt ihr weiterspielen. Also das ist eine Karte in eurer Hand, die theoretisch helfen kann, aber nicht unbedingt notwendig ist. Das einzige Deck, wo die Karte wirklich Play sieht, wirklich Play, ist in Despia. Und weil Despia Ash Blossom anguckt und schreit, deswegen spielen die auch die Karte. Aber das ist wirklich das einzige Deck, wo die Karte Play sieht. Es ist halt erschreckend, weil die Karte ist eigentlich sogar, meiner Meinung nach, zu stark fürs Game. Und aktuell spielt die keiner. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr aktuell Corporate Grave spielt. Ich persönlich spiele nämlich aktuell auch nicht, weil die Decks, die ich spiele, jetzt Sprite zum Beispiel, da brauche ich die Karte nicht. Denn wenn der Gegner mir halt 2 Handtraps wirft, spiele ich durch. Wenn er 3 Handtraps wirft, spiele ich zwar nicht durch, aber dann hat er halt schon 3 Karten aus der Hand weg und dann kann ich ihn mit meinen Karten aufhalten, die ich auf dem Feld habe. Die nächste Karte ist ein Extra-Deck-Monster, was extrem lange sehr, sehr dominant war im Extra-Deck. Und das ist einmal die Karte Ballsword Dragon. Eine Karte, die unglaublich mächtig ist. Dieses Monster war dafür da, um den Gegner extrem schnell umzubringen. Denn der hat die Fähigkeit, wenn die Gegner gegen das Monster kämpft, bekommt ihr die Hälfte der ATK des Monsters auf diese Karte oben drauf. Das Ding hat 3000, das heißt, geht damit auf ziemlich viel hoch. Dann kann es einmal pro Runde ein Monster in Death drehen, egal auf welcher Seite, by the way, und dann könnt ihr noch einen Angriff mit dieser Karte deklarieren. Das bedeutet, diese Karte powert sich sehr hoch und kann dann nochmal angreifen. Das ist eine OTK-Maschine. Warum die aktuell keiner spielt, ist relativ einfach zu erklären. Eine Karte wie Access Code Talker ist einfach besser. Nicht, weil die einfache Games finishen kann, sondern weil die, bevor ihr halt für Game angreifen könnt, Karten vom Feld wegräumen könnt. Das bedeutet, ihr habt Access Code Docker, ihr schießt halt 2 bis 3 Karten, das Feld ist leer, dann braucht ihr neben dem Access Code Docker ein Monster, was ein paar TK-Punkte hat und dann rennt ihr halt trotzdem für Game rein. Heißt, Ballsword braucht dieselbe Anzahl an Monster, ist aber nur in ein Board rein, wenn da ein Monster liegt. Ziemlich gut. Access Code Docker, wenn das Feld clear ist, greift einfach für Game an. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir Boards aktuell nicht so viel sehen. Die sehen wir nur in Decks, die nicht so viele Link-Monster spielen, dass sich der Effekt von Access Code Talker lohnt, da überhaupt reinzugehen. Ich glaube, Sachen wie Trapflix zum Beispiel können halt Boards spielen, weil ihr halt ein Link 3 Monster habt, ihr rennt halt hoch zu Boards oder braucht halt 3 Monster, das ist halt so 3 plus Effekt-Monster. Ist also nicht ganz so einfach zu bauen, wie jetzt ein Access Code Talker, der 2 plus Effekt-Monster braucht, das ist halt deutlich einfacher. Ja, was sagt ihr dazu? Würdet ihr Boards spielen? Ich persönlich sehe aktuell keinen Grund, die über Access Code Talker zu spielen. Und die spielen einige Decks ja nicht mal mehr Access Code Talker, weil sich das halt gar nicht lohnt, weil ne, in Sprite sowieso nicht, aber auch in anderen Decks, wo ihr entweder auf Synchros gelockt werdet, ihr werdet auf Fusion gelockt oder ihr habt gar nicht die Kapazitäten, da oben sinnvoll hinzukommen, sei es irgendeine Variante, die halt Rune spielt oder sowas, bekommt ihr in der Regel nicht auf Access Code Talker, weil ihr eh nicht finishen könnt, weil die Battle Phase nicht da ist. Also das ist aktuell ein bisschen schwierig mit Ballsword, weil er halt wirklich nur diesen Finisher-Move hat und das ist das Einzige, wofür er halt da war. Falls euch so eine Art von Video gefällt, dann lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr habt da Bock drauf und möchtet halt mehr solchen Content sehen. Dann werde ich öfter mal Karten zeigen, die halt vielleicht nicht so viel gespielt werden, obwohl die eigentlich ziemlich gut sind. Dann könnt ihr nämlich euch holen, wenn ihr sie halt braucht, wenn die halt nicht so teuer sind. Die nächste Karte ist wieder eine sehr, sehr spannende Karte, denn die hat, als sie rauskam damals, überall Play gesehen. In jedem Deck, Side-Deck, überall war die. Und das ist einmal die Karte Twin Twister oder Zwillingstwister. Das ist eine ganz simple Karte. Ihr werft eine Karte als Kosten ab, wählt 2-1-Fallen Karten auf dem Spielfeld und könnt die zerstören. Ihr müsst übrigens nicht 2 wählen, ihr könnt bis zu 2 Karten wählen. Das macht die Karte schon mal deutlich besser, weil ihr manchmal auch nur eine Karte removen müsst oder könnt, wie auch immer.
ist also eine sehr gute Karte. Warum wird sie nicht gespielt? Es gibt tatsächlich zwei Gründe dafür. Zum einen existiert eine Karte wie Lightning Storm, die halt theoretisch eine ganze Backrow clearen kann von allen möglichen Karten. Und die kann halt nicht nur Backrow clearen, die kann auch Monster zerstören. Das ist also eine Karte, die an sich deutlich flexibler ist und sich deutlich mehr machen kann. Der zweite Grund ist, dass eine Karte wie Cosmic Cyclone existiert, die eine Karte von mir nach verbannen kann. Das klingt jetzt, wenn man das so anguckt, erstmal schlechter. Die ist halt ein Single Remove, das ist halt ein 1v1-Trade. Das ist halt ein 1v1-Trade. Wenn man mal anguckt, was für Karten wir eigentlich zerstören oder wegnehmen möchten, sind wir meistens froh, wenn diese Karten, die wir zerstören möchten, nicht im Friedhof landen, sondern im Banish-Ball. Es gibt sehr viele Fallenkarten, die wir targeten damit, die im Friedhof irgendeinen Effekt haben, den wir halt nicht resolven möchten. Sei es jetzt die Labyrinth-Fallenkarten, die halt irgendwas von dir bouncen können oder von dem Gegner was bouncen können, die wollen wir nicht im Grave haben. Der Runic Fountain zum Beispiel, den wollen wir auch nicht im Grave haben und zerstören, weil die das auch theoretisch aufhalten können. Das ist noch ein anderer Punkt. Das heißt, es gibt die Karten, die wir halt wirklich vom Feld removed haben möchten, sind meistens einzelne Karten, also eine Karte. Und dafür ist der Cosmic Cyclone besser. Wenn wir Massenremoval haben möchten, spielen wir halt den Lightning Storm. Oder, und das ist ganz wichtig, Flederwisch. Flederwisch ist legal und die Karte klärt das ganze Feld vom Backrow. Ist also da in dem Szenario, wenn wir halt Massenremoval brauchen, eine deutlich bessere Karte. Was ganz wichtig ist, alle drei Karten, sowohl Lightning Storm, Cosmic Cyclone, als auch Flederwisch, kosten uns keine Handkarte. Das ist in der Regel nie krass ein Problem, wenn ihr die Karte spielen könnt, weil ihr halt mit dem Fidus-Effekt meistens irgendwas wieder rausholen könnt. Trotzdem ist das so, dass das in manchen Szenarien halt diese eine Handkarte mehr doch einen Unterschied machen kann. Gerade wenn ihr gegen ein Backrow-Deck spielt und ihr habt einen Flederwisch und aktiviert den und dann macht die 5 Karten weg. Das ist schon ziemlich gut. Also, ne, da ist es halt schon ganz geil, wenn wir halt alles gehen können und wir halt keine Karte dafür weggeben müssen. Die nächste Karte auf meiner Liste ist eine Karte, die wir von nicht allzu langer Zeit sogar sehr, sehr häufig gesehen haben. Und das ist einmal die Karte Abyss Dweller. Ein Monster-Floodgate, ein sehr gutes Floodgate, möchte ich hier nochmal ganz kurz einmal ansprechen. Die Karte sagt einfach nur, Schnelleffekt, du kannst ein Material abhacken. Dein Gegner kann für den Rest dieses Spielzugs keine Effekte im Friedhof mehr aktivieren. Das ist aus zwei Punkten ziemlich gut. Zum einen ist das ein Schnelleffekt, das heißt, das könnt ihr in eurer Runde machen und in der Gegnerrunde. Und zweitens betrifft das nur den Gegner. Das heißt, das ist eines der Floodgates, was wirklich euch gar nicht behindert. Und das ist ziemlich gut, denn wenn ihr Friedhofseffekte habt und ihr möchtet die aktivieren, macht ihr vorher einen Dweller, der Gegner ist komplett aus dem Friedhof rausgelockt und ihr macht, was ihr wollt. Das ist unglaublich mächtig. Der Grund, warum Dweller nicht so viel gespielt wird, ist, es gibt aktuell nicht so viele Decks, die halt Level 4 Monster bauen können. Und es gibt nicht so viele Decks, die im Friedhof wirklich Effekte triggern. Despia macht das zwar, aber das ist nicht wirklich super relevant. Sprite und die ganzen Lifetime-Varianten machen das halt gar nicht. Theoretisch ist sie gegen die Vorher-Variante spielbar, aber dann könnt ihr einfach das Ding gerade anketten und dann sprechen wir das Ding trotzdem, zerstören dann den Dweller. Es macht also keinen Sinn, das aktuell zu spielen. Es wird aber in Zukunft sicherlich wieder Formate geben, wo Dweller eine Karte sein wird, die wir in jedem Extra-Deck sehen. Und ich möchte uns erwähnen, dass Dweller auch eine Ulti hat, die aktuell nicht so teuer ist. Also wenn ihr eine schöne Ulti haben möchtet für eine Karte, die mal spielbar sein wird, Dweller ist eure Karte. Die nächste und letzte Karte ist eine Karte, die aktuell immer mal wieder so ein bisschen Play gesehen hat, aber nie auf dem Level, wo sie mal gewesen ist. Und das ist mal die Karte Forbidden Droplet. Eine krass gute Karte. Diese Karte hat die Fähigkeit, als Kosten Karten von der Hand oder vom Feld auf den Friedhof zu legen. Und dann kann euer Gegner mit Karten mit denselben Typen nicht mehr reagieren. Heißt, wenn ihr Monsterfalle Zauber wählt, weglegt, kann er mit keiner Karte auf die Karte reagieren. Das ist schon mal ziemlich gut. Dann negiert diese Karte Monster vom Gegner, Effektmonster by the way, abhängig davon, wie viele Karten ihr weggelegt habt, und halbiert die Angriffspunkte. Das ist eine unglaublich mächtige Karte. Die wird nicht als Ziel, die legt für Kosten Karten weg und der Gegner kann mit manchen Karten nicht drauf reagieren. Das ist eine unglaublich gute Boardbrecherkarte. Die Karte hat aber die Kosten, dass sie was auf den Friedhof legen muss. Und wir haben aktuell Shifter im Format, immer noch, und wir haben aktuell Arisad im Format. Das sind beides Karten, die euch dafür bestrafen, wenn ihr Droplet spielt, weil ihr die Karten nicht für Kosten auf den Friedhof legen könnt. Und deshalb wird Droplet aktuell nicht so viel gespielt, aber Droplet ist gegen jedes andere Deck ziemlich gut und aktuell macht auch Dark Ruler einen sehr ähnlichen Job wie Droplet, nur dass die keine Karten kostet. Deswegen ist das, glaube ich, der Grund, warum die halt gegen die Decks gut ist, die halt Shifter oder Arisad spielen und
keine Karten kostet, weil die meisten Decks nicht unbedingt das erfordern können, dass sie halt Karten verlieren. Aktuell zumindest. Deswegen ist aktuell Droplet keine Karte, die sehr viel gespielt wird. Aber es gibt mittlerweile wieder ein paar Live-Trim-Varianten, die wieder auswählen, die Karte zu spielen. Weil die halt in den Decks, ich denke mal jetzt nicht free ist, aber sehr kostengünstig, um das nett auszudrücken, weil die halt wirklich basically legt Karten weg, Special aus dem Deck, hab Black Hammer und so am Feld, können wir das special. Kostet euch quasi nichts. Aber was sagt ihr zu der Liste? Habt ihr noch Ergänzungen? Sagt ihr, die Karten werden auch nicht gespielt? Schreibt es in die Kommentare, dann mache ich demnächst noch so ein Video von Karten, die aktuell nicht gespielt werden. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Guckt euch mal das hier an. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.